Hallo, ich freue mich, dass du beim Wohnhotel Golf vorbeischaust. Ich rede sehr oft mit meinen Schülern und ja auf YouTube über einen Plan B für das lange Spiel. Wenn das Fairway zu eng ist oder wenn der Driver einfach nicht läuft, es sollte einen Schläger geben, wo man einfach weiß, ich treffe das Fairway. Heute möchte ich auch über einen Sicherheitsschlag sprechen, aber es geht um die Schläge ums Grün herum. Die kurzen Schläge. Da, wo man sich nicht so ganz wohl fühlt, weil der Rasen zu kurz ist, weil da ein Bunker ist, weil man sich einfach nicht wohl fühlt. Und da können wir von unserem Freund Bryson DeChambeau was lernen. Nur wenn der DeChambeau seine kurzen Schläge macht, dann sieht es eigentlich etwas merkwürdig aus. Ich mache einfach einen Schlag vor. So steht er ungefähr. Und der Mann ist gut in diesem Bereich. Das hat er bewiesen beim US Open, wo er gewonnen hat. Da muss das kurze Spiel stimmen. Und was er macht und was wir auch machen können, wenn wir uns wirklich unwohl fühlen, ist Folgendes. Nummer eins. Er spricht über einen geraden linken Arm. Er möchte, dass sein Arm die ganze Zeit gerade bleibt. Nummer zwei, er versucht, seinen Kopf auf eine Höhe zu lassen. So, sein Kopf geht nicht hoch und geht auch nicht runter. So, du merkst, er möchte sicher sein, dass der Abstand von seiner Schulter bis zum Boden immer gleich bleibt. Und dann weiß er einfach, dass er den Boden jedes Mal trifft. Und dann die dritte Sache, die er macht, und ich muss sagen, das liegt ein bisschen an den Schlägen, die er benutzt. Er hat diese One-Length-Schläge, wo die Leihwinkel etwas aufrechter sind. So sein linkes Handrücken ist gestreckt. Der linke Arm und Schaft bildet fast eine gerade Linie bei ihm. Das liegt ein bisschen an seinem Leihwinkel und auch seiner Art, diese kurzen Schläge zu tun. Nur das ist auch eine gute Sache und das können wir auch tun, auch wenn es bedeutet, dass die Spitze eher den Boden berührt. Der Grund, warum das gut ist, ich mache mal einen Schlag erstmal. So, gerade linke Arm, Kopf auf eine Höhe und linke Hand oder Handgelenk gestreckt. Jetzt mache ich mal einen Schlag. Bisschen links, aber sehr gut getroffen. Der Grund, warum das gut ist, ist, ich kann auch hier nicht die Entfernung ändern. Hätte ich meine Hände so, wie ich sie immer habe, gibt es immer noch die Möglichkeit, das zu tun. Und dann habe ich wieder zu viel Bodenkontakt. Nur ich muss sagen, das habe ich jetzt erst seit ein paar Tagen ausprobiert. Der Kontakt bei dieser Technik ist so gut. Ich berühre dabei den Boden mit der Sohle. Man merkt wirklich Bounce bei diesem Schlag. Und wenn man vorher weiß, dass man den Boden ganz weich treffen wird, dann kann man sehr gut auf die Länge und die Dosierung achten. Okay, so, letzter Schlag. Ich versuche mal diesmal richtig mal nah zu kommen. Kopf auf eine Höhe, Linkarm gerade, das Handgelenk etwas strecken und dann von da kann nichts schief gehen. Geh rein.